Diese scheiß Meme mit den Red Bull Deliveries immer, Alter. Schauen wir doch mal, was uns da für fantastische Dinge erwarten. Oh, wir legen gleich mit Indy los. Ich glaube, der Porsche, der lebt nicht mehr. Ich glaube, der ist kaputt. Der Regen aus der Hölle. Oh no. Man weiß immer gar nicht, wo man zuerst hingucken soll bei Formel. Da passiert immer so viel. Boah, der eine ist am Blinken. Bugger. Oh oh. Oh no. Oh no. Oh no. Du, ich glaube, du kannst ihn toben lassen. Ey, dafür sieht er aber noch gut aus. Oh. Die weglachen den BMW einfach komplett auf den Bock, Alter. Oh. Was? Da kennt er nichts. Oh, die 14 war einfach schlau. Die 14 war einfach schlau. 5 hat ausgebremst, ist nicht. Ah, ist das ärgerlich. Und die 14 macht wieder dich. Jo. Oh no. Okay. Ah, das Cup Porsche. Das Cup Porsche. Räder blockiert, da ging nichts mehr. Der hat sich verbremst. Okay. Das, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Absicht ist, bevor Leute wieder loskrakehlen wegen Absicht. Boah, Alter, was ist das für ein Start? Das habe ich bis jetzt, glaube ich, erst einmal gehabt oder so, dass jemand vor mir nicht gestartet ist. Nö, du, ich parke jetzt hier einfach. Ich habe Zettel dabei, liegt vorne in der Scheibe drin. Ich bleib jetzt hier stehen, du. Hab ich mir eben gerade gezogen per App. Ich glaube, hier ist vorbei, du. Du, noch hinten schön die Reifen zum Schleifding boten. Into a better life und tschüss. Ja, Autos ohne ABS können manchmal wirklich reinzacken. Aber man kann auch einfach einen fantastischen Rejoin machen. Bah, ja. Um dann das zu machen. Wisst ihr, dass, wenn man immer, also ich habe gerade so einen Moment, ne? Man reagiert da jetzt auf diese Videos, guckt sich das an und ich kenne schon so, sag ich mal, 20% der Kommentare, die jetzt wieder unten drunter stehen, wo die Racing-Standards angekreidet werden von solchen Videos. Und ich sag mir dann immer so innerlich, ich habe auch so angefangen. Ich habe gerade diese Woche Montag einen sehr großen Schnitzer gemacht. Die Häufigkeit ist wahrscheinlich nicht mehr so oft wie früher. Aber wenn wir uns mal daran erinnern, als wir uns damals, als wir angefangen haben, das erste Mal rausgedreht haben, wie viel Stress das bedeutet hat, um da noch einen klaren Gedanken zu fassen, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ich würde fast meinen, sowas haben wir alle schon mal gemacht. So, und wenn wir uns jetzt mal die Spielerzahlen nehmen, von beispielsweise iRacing, da sind, glaube ich, zu Hochzeiten 25.000 Leute online. Und du kannst jeden Tag jemanden treffen, der
vielleicht einen schlechten Tag hat, sehr viel Stress hat und in dem Moment keine richtige Entscheidung getroffen hat. Das muss man sich immer vor Augen führen. Die Häufigkeit nimmt später, also je länger du fährst, nimmt die Häufigkeit ab. Also das hoffe ich für jeden, dass dem so ist. Aber angefangen haben wir alle mal so. Das Gute ist, wir können drüber lachen und draus lernen. Was war das denn? Okay. Alter, der hat ja voll durchgezogen. Das ist halt typischer Bus-Stop, ne? Ich weiß auch, also ganz ehrlich, es gibt so gewisse Kurven auf allen Rennstrecken, da fragst du dich halt wirklich, was in den Menschen vorgeht. Und Bus-Stop ist für mich eine der schlimmsten Kurven auf allen Rennstrecken. Also da kommen noch ein paar dazu. Hockenheim hat ja auch so eine wunderschöne Kurve oder Spielberg, wo ich mir immer denke, was muss in deinem Kopf vorgehen? Also zieh dir das mal rein. Der dive drei Leute. Der bremst auf dem Bremspunkt, die dahinter bremsen und der zieht hinten einen halben Kilometer später raus, Alter, währenddessen die anderen alle schon bremsen. Nee, das mache ich jetzt. Nee, ich bin's jetzt einfach. Ich bin jetzt der Kevin Estre. Bei mir funktioniert das jetzt. Meine Bremsen bremsen nämlich viel härter als die Bremsen der anderen. So ein Ding ist das nämlich. Ja. Wahre! Bus-Stop ist einfach nur so eine richtig, weiß ich nicht, ein Haufen Scheiße. Oder nee, sagen wir mal, in Bus-Stop passiert ein Haufen Scheiße. Okay. Oh oh. Oh no. Oh no. Das sieht mir aus wie Draft Masters. Es könnte Draft Masters sein. Das erinnert mich an mein GT4-Rennen gestern. Mit dem LMP. Okay, aber auch wirklich auf Krampf, ne? Die Leute müssen auf Krampf, müssen sie. Hat nicht so gut funktioniert. Ist dein Auto noch heil? Nee. Das war's dann wohl. Diese scheiß Meme mit den Red Bull Liveries immer, Alter. Aber es trifft auch wirklich immer diese Liveries, Mann. Oh, Mann. Es trifft wirklich fast immer zu, dass die Red Bull Livery ist. Oh, bremsen musst du auch nicht. Ist auch Quatsch, was soll das? Na gut, für den kannst du wirklich nichts. Oh, irgendwoher kenne ich das. Da hat der Spotter gepennt.
Die Unfälle sehen immer so geil aus, Alter, bei Formula Cars. Und der ist immer noch heil, what the fuck? Alter, voll entsorgt. Boah, den hat er voll entsorgt am Restart. Okay. Das erinnert mich an Donington. Als ich in Donington mal in die Box fahren wollte, da habe ich dasselbe gemacht. Und dann stand ich irgendwann vor so einer verschlossenen Reifenwand und ich dachte mir so, hier ist ja gar nicht die Box. Ha! Der Rejoin aus der Hölle. Bestimmt 800 mal 600 Single-Screen-Fahrer. Und den Spotter wahrscheinlich auf Polnisch fürs Meme im Stream. Damit man auch her nicht versteht, was er sagt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass du jetzt gerade nach rechts lenkst. Nope. Oh, kap Porsche auf Ungaro-Ring. Kevin Estre Moment. Kevin Estre Moment. Ich frag kurz, kann es jemand sehen? Oh Mann! Und die Leute, die das wirklich fahren, weil sie Max Verstappen-Fan sind oder Red Bull-Fan sind und die das nicht machen, die kommen dabei immer super schlecht weg. Aber da ist es wieder, der Red Bull-Held. Okay. Oh, nice catch. Nice catch. Nice catch. Catch ihn! Yes! Oh, Gigasave. Giga safe. Ey, Maga, ich war wirklich in Physik. Ich war selber in Physik echt keine Leuchte. War ich wirklich nicht. Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock gehabt auf Physik, ne? Aber das sind doch irgendwie so ein bisschen physikalisch gesehen Grundkenntnisse, dass wenn der optimale Weg von rechts rum um die Kurve und dann, nee, von links rum um die Kurve und wieder links ist, dass man sich sagt, wenn man rechts fährt und die Kurve dadurch sehr eng macht, dass man früher bremst. Das ist doch wirklich physikalische Grundkenntnis, oder nicht? Oder meint ihr wirklich, dass es Leute gibt, die dieses Prinzip nicht verstehen? Und ich meine das wirklich in keinster Weise respektlos gegen irgendjemanden da draußen, sondern gibt es Menschen, die das Prinzip nicht verstehen? Das sieht halt manchmal wirklich so aus. Okay, okay. Und der Dude fährt langsam vor. Ja, das hat sich jetzt gelohnt, mein Freund. Nope, das war's jetzt nicht. Ey, das ist so krass. Bei Formel passiert so viel. Ständig, überall. In den Clips. Ah, das funktioniert. Oh, no, okay. Mm-hmm.
Ich wollte gerade sagen. Oh nein. Oh, ist das ärgerlich. Okay. Oh no. Davon bin ich auch geheilt. Das habe ich zweimal probiert. Seitdem lupf ich. Einfach noch so ein Ding mitgegeben, so bam. Wisst ihr, manchmal, das ist aber nur so eine Theorie. Also jetzt mal wirklich ohne Scheiß, ne? Marie-Rap aus dem Kinderzimmer. Manchmal glaube ich wirklich, dass so einige Menschen, weil für die Autos brauchst du ein gewisses Safety-Rating, dass sie vorher in der vorigen Season, als das umgestellt wurde, aus dem Road-Sport kamen und sie dort rübergegangen sind. Und bei Road hast du ja größtenteils Fahrzeuge mit ABS. Und dadurch, dass du ja mit ABS fährst, also es gibt natürlich auch ein paar, die kein ABS haben, klar. Die meisten fahren aber Fahrzeuge mit ABS. GT3s, GT4s, hier Toyota-Schmotter. Und da können dir deine Reifen nicht locken. Und bei diesen ganzen Manövern locken immer die Reifen. Und wenn man jetzt beispielsweise mal GTP fährt oder LMP oder Formelfahrzeuge, das kann dir super, super schnell das Genick brechen. In einem Rennen. Also wenn du trainierst, wird dir das wahrscheinlich nicht passieren, weil da kannst du ja ausprobieren. Aber wenn man sich das hier immer mal anguckt, die meisten Crashes sind wirklich, weil die Reifen locken. Und da zu viel gebremst wird, glaube ich. Ist nur eine Theorie. Oh nein. Mann. Du bist Beifahrer. Die Delivery haben wir heute aber auch sehr häufig schon gesehen. Around the outside. Oh, Busstopp. P2. P2 mit dem Rückwärtsgang. War das? Ich hoffe, das war die letzte Runde. Reifen gelockt. Reifen gelockt. Stop. Oh shit. Thank you.
Oh no! Wirklich ohne Scheiß, das sind einfach immer die krassesten Sachen aus Formula, Mann. Da passiert auf einmal so viel, da ist auf einmal die Hölle auf und dann, okay, let's go. Der Lenkrad ausgegangen wahrscheinlich. I am done. Und es gibt keine Porsche. Was? Macht er gerade seine Reifenfarbe oder was soll das? Was war das denn? Ey, man kann so viele Dinge, also man kann darüber lachen, also kann man wirklich drüber lachen, aber aus dem, also man kann darüber lachen aus dem ganz einfachen Grund, wenn man wirklich mal ehrlich ist zu sich selber, von den meisten Dingen, die da passieren, echt alles schon mal gemacht hat. Von den meisten Dingen, die da passieren, hat man alles schon mal gemacht.